So, wir werden jetzt hier einen alten Mac SE30 auspacken. In dieser Transporttasche, die ich damals in den USA dafür gekauft habe, um das Gerät dann hier wieder zu importieren. Ja, und gleich wird's aufgemacht. So, mal sehen, wie sich das Teil präsentiert. Oh mein Gott, ganz schön vergilbt. Da ist wirklich der Gilb drauf. Ich weiß nicht, ob man sowas noch instand setzen kann. Aber das Spannendste ist ja, ob es überhaupt noch funktioniert. Ich weiß es wirklich nicht. Macintosh SE30, damals das Beste und Schnellste, was es aus dem Hause Apple gab. Was haben wir da noch drin? Die Tastatur. Auch reichlich vergilbt. Aber noch mit dem originalen bunten Apfeldesign. Eine ebenfalls ganz schön vergilbte Maus. Das Kabel sieht besser aus. Das ist noch schön grau hier. Genauso auch wie das Stromkabel. Oh, ein Mikrofon. Ein Mikrofon. Das war, ich glaube, nicht im Lieferumfang dabei. Genauso wenig wie dieser Mac Stand. Keyboard Shelf von Kensington. Das Besondere am Mac SE30 ist, dass er mit einer Grafikkarte versehen werden konnte, die ich mir hier gekauft hatte. Eine RasterOps Colorboard 264 für den SE30. Und hierüber lässt sich dann ein externer Monitor anschließen. Damit war dies auch der erste Macintosh-Rechner, der farbfähig war. Aber nicht mit dem internen Monitor, sondern mit einem externen Monitor. Nein, jetzt wollen wir mal sehen, ob das Ding auch tatsächlich funktioniert. Hatte ich noch fast vergessen. Das ist nötig, um das Keyboard nicht nur also das Keyboard an den Computer anzuschließen. Also nochmal den Strom anschließen. Den Schalter gilt es jetzt nun umzulegen. Und nun der Moment der Wahrheit. Ui, das sieht schon mal nicht so gut aus. Ja, ich konnte mich erinnern, dass das Monitorbild nicht mehr ganz so prickelnd war. Ich habe das Ding ja zahllose Male aufgemacht und alles Mögliche eingebaut. Speichererweiterung und irgendwas scheint jetzt hier nicht mehr ganz tipptopp zu sein. Also vielleicht funktioniert es noch mit einem externen Monitor. Das müsste ich aber dann nochmal prüfen. Auf jeden Fall, das Bild ist jetzt noch nicht so prall. Ja, was ich auch vermisst habe, ist das klassische Begrüßungsgeräusch des Mac. Das war nicht zu hören. Ja, irgendwie wird das nicht besser. Und ich fürchte, ich kann nochmal einen Reset machen. Ich meine, dass es damit ging. Aber da passiert jetzt auch noch nichts. Ah, doch. Kurze Stromunterbrechung. Keine Auswirkung. Na, das hakt. Ich glaube, das müssen wir jetzt hier abbrechen, einfach ausmachen und nochmal mit einem externen Monitor probieren.
Aber das war jetzt sozusagen der Restart. Tja, das war noch nicht so erfolgreich. Mal schauen, ob wir den nochmal reanimieren können.